Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Devious Dungeon. Ja, tatsächlich, weil zwei Leute sich das gewünscht haben, dass ich es weiter, beziehungsweise drei Leute, wenn man Darky mitzählt. Darky hat es gesagt, der Thomas Böttner hat gesagt und der Gloxen wollten, dass ich davon noch ein Let's Play mache, zumindest einen zweiten Part. Und okay, hier, bitteschön. Ich habe einige Sachen gemacht. Ich habe erstmal den Sound hier ein bisschen runtergestellt von den Schlaganimationen und sowas, weil mir das letztes Mal zu laut war. Ansonsten habe ich neue Sachen rausbekommen und zwar kann man sich hier Sachen kaufen. Nein, das ist nichts Neues, aber wir können erstmal was kaufen, weil wir so viel Geld haben. Ist aber blöd, weil der Holzschläger macht zwar mehr Damage, aber dafür ist er langsamer. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich haben will, aber wir müssen ihn irgendwann kaufen, damit wir stärkere Waffen bekommen. Also komm her. Oh, guck mal hier, gleich ein Stahlschwert. Lohnt sich doch. Cool, den Hammer will ich wieder nicht. Okay, anscheinend wechselt das immer von schnell zu langsam. Ganz komische Sache hier. Ich finde das auch richtig komisch, dass man die nacheinander kaufen muss. Dass man sich das quasi gar nicht aussuchen kann. Aber egal, hier so ein cooler Kettenpanzer können wir uns doch kurz holen. Was, ein Spanpanzer? Keine Ahnung. Ringe, warum nicht? Wir geben einfach mal kurz all unser Geld aus und dann geht schon gleich los. Amulett können wir auch noch hier kaufen. Ja, ja, nimm all mein Geld, alles klar, ich habe kein Geld mehr. Obwohl, so einen Trank können wir, glaube ich, noch kaufen, ne? So ein 100er-Trank hier, ja, easy. Siehst du? Haben wir sogar noch Rückschaff hinbekommen. So, und zwar, ich habe neue Sachen rausbekommen. Geil, sehen wir jetzt cool aus. Krass, ich hätte gerne diese Rüstung von dem Dude. Man kann angreifen gedrückt halten und währenddessen nach hinten laufen, Leute. Wie krass ist das dann? Und auch nach vorne laufen, aber auch nach hinten und überhaupt. Ist mega gut, ich habe leider immer noch nicht rausbekommen, wie man diese Fähigkeiten bekommt zum Dashen und so ein Scheiß, aber das kommt irgendwann noch. Ich glaube mal, das kommt nach dem ersten Boss. Und was ich auch rausbekommen habe, man kann hier die Level aussuchen. Also man muss nicht immer aus Level 1 aus anfangen. In dem Sinne ist das ein bisschen anders als andere Roguelikes, sondern man kann immer weiter in den Dungeon rein. Und das ist mega toll, weil finde ich gut. Wir fangen auf jeden Fall bei Level 7 an. Haben hier ein paar stärkere Gegner, sind wir gleich in der Eiswelt und hier diese komischen Zauberer unterwegs. Richtig krass. Und hier kriegt man auch mehr Geld und so einen Kack. Ansonsten, das bringt auf jeden Fall sehr viel, dass ich jetzt so nach hinten kann. Ich weiß nicht, warum mir das im ersten Part nicht aufgefallen ist, dass ich einfach angreifen kann und dabei, oh Gott, hier sind so viele neue Gegner, dabei nach hinten laufen kann. Das hätte mich auf jeden Fall sehr gut gerettet. Aber okay. Deswegen bin ich auch so schnell gestorben, weil ich ja einfach immer stehen geblieben bin, um die Gegner anzugreifen. Oh Gott, ich steppe hier aber auch gerade schon wieder richtig schnell. Geil. Gleich in Level 7 anfangen ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Aua, ich brauche den Schlüssel, du blöder Wolf. Doofes Ding. Ach ja. Aber das ist Devious Dungeon. Ich bin gespannt, ob wir zumindest zum ersten Boss kommen. Fände ich auf jeden Fall ganz nett, glaube ich. Ja, ja, doch, doch, das wäre nett. ich habe eben eine Runde nochmal gemacht, um ein bisschen Geld halt zu farmen, damit ich hier ein bisschen zumindest our Stuff haben kann. Kommt gleich wieder der Kloxen an und sagt, spiel doch nicht immer ohne aufzunehmen. Aber es ist nichts passiert. Ich bin auch extra nur bis Level 7 hier gegangen. Ich bin extra nicht zum Boss gegangen. Also ich weiß immer noch nicht, wer der erste Boss ist und gar nichts. Ich habe wirklich nur Geld gesammelt und habe auch alles kaputt gemacht in den Level und was weiß ich. Einfach nur um Geld zu sammeln. Weil ich hatte gehofft... Oh Gott, diese Zauberer. Ich hatte gehofft, eventuell einen Skill freigeschaltet zu bekommen. Habe ich aber leider nicht. Also habt ihr überhaupt gar nichts verpasst. Und ich habe halt Sachen rausbekommen, wie zum Beispiel, dass ich angreifen kann und mich dabei bewegen kann. Ja, ja, aber mehr weiß ich auch nicht. Mehr weiß ich auch nicht, von daher... Ja, hier habt ihr den zweiten Part. Ich denke dann einfach mal, dass man NPC freischalten muss, wie bei Rogue Legacy. Bei dem man dann neue Skills irgendwie freischalten kann oder so. Aber richtig genau wissen weiß ich es nicht. Ich weiß aber wirklich hundertprozentig, dass es Skills auf jeden Fall später noch gibt. Oder die habe ich verarscht in den Trailer, das kann natürlich auch sein. Apropos Trailer, Leute, habt ihr den Sonic the Hedgehog Trailer geguckt? das, wahrscheinlich, oder? Das ist doch schon ein Meme. Der ist so schlecht. Also, na, der Trailer ist gar nicht so kacke, aber der Sonic sieht so mega behindert aus. Also, so behindert jetzt auch nicht, aber das Gesicht. Die hätten einfach nur die Augen größer machen sollen und dann wäre das eigentlich alles cool gewesen. Dann sähe dieser Sonic einfach cool aus. Aber nope, die machen einfach Nintendo nach, aber kriegen es nicht hin mit der Süßigkeit. Also süß von Cute und Kawaii und Ovo und sowieso. Weil Detektiv Pikachu ist mega süß. Ach, da kommt ja auch der Film bald raus, da freue ich mich richtig drauf. So, und ich habe mir überlegt, wir gehen einen Crit-Build, nachdem ich mir nochmal zwei Leben dazu geholt hatte im letzten Part. Aber jetzt, ich werde jetzt alles auf Crit setzen, weil die Crits sind richtig cool. Da kommen immer so richtig tolle Effekte und das, dann fühle ich mich sehr stark. Wenn wir dann irgendwann ein Crit-Build haben, dass wir einfach 100% Crit-Chance haben, dann ist alles cool.
Oder aber es ist so, dass das gar nicht die Crit-Chance erhöht, sondern nur wenn man crittet, dass das dann mehr Damage macht. Das wäre dumm. Weil dann ist der Crit-Build, glaube ich, eine doofe Sache. Aber in meinem Kopf ist das gerade noch so, dass der Crit-Build macht, dass wenn wir angreifen, eine höhere Crit-Chance haben. Und das fände ich toll, Leute. Ach ja, die Aufgaben gibt es halt immer noch. Die können wir uns auch angucken. Hier Aufgaben. Besiege 5 Wölfe. Brauchen wir noch 2. Besiege 5 Henker. Und 20 Kisten. Okay, Kisten können wir uns auf jeden Fall mal ranhalten, dass wir die kaputt machen. Ansonsten achte ich nicht wirklich auf die Aufgaben. Weil man die sowieso mit der Zeit einfach irgendwann alle macht. Zumindest, wenn man nicht aufnimmt und hier ein bisschen durchwaschen möchte. Weil ist vielleicht nicht ganz so spannend, wenn ich einfach alle Kisten kaputt mache. Aber wenn das eine Aufgabe ist, dann mache ich das mal. Aber hier diese Kronleuchten und sowas möchte ich zum Beispiel nicht jetzt alle kaputt machen, weil das dauert wirklich mega lang, wenn man sich um alles kümmert. Aber die Kisten nehmen wir jetzt mit. So, ich bin sehr gespannt auf den ersten Boss. Wir sollten jetzt Level 9 sein. Oder schon Level 10. Hallo, Olaf. Olaf. Holen wir uns ein Amulett, glaube ich. Ja, Amulett klingt gut. Danke. Haben wir noch mehr? Nö. Dann tschüss. Und du kannst mich heilen. Ah, wir haben noch sehr viele Leben. Passt schon. Alles cool. Ja, Leute. Oh, wir sind Level 10. Hier ist auf jeden Fall der Boss gleich dann. Cool. Den habe ich noch nie gesehen, weil ich bin sehr gespannt, was er macht. Ja, sagt mal, Leute, ob ihr den Sonic-Film gucken wollt, ob ihr den Trailer gesehen habt, wie ihr den Trailer findet. Wie gesagt, so schlecht ist er gar nicht. Und Jim Carrey ist ja auch da drin. Und Jim Carrey ist schon mega cool als Schauspieler so. Aber der Sonic sieht halt mega lame aus. Keine Ahnung. Ich glaube, allein wegen dieser Optik von Sonic schreckt es mich ab, da reinzugehen. Auf Detective Pikachu freue ich mich richtig, aber auf Sonic, meh. Meh. Muss nicht sein. Also, ich werde ihn wahrscheinlich irgendwann mal gucken, aber nicht im Kino. Nicht im Kino. Dafür ist mir mein Geld zu schade. Okay, du komisches Viech hier oben. Danke. So, ich hoffe auch noch, dass irgendwann mal Schild oder sowas kommen. Oder zumindest irgendwas Neues. Weil gerade ist es einfach nur stumpfes Draufschlagen und dann gehen die Sachen kaputt. Das ist nämlich das Coole an Rogue Legacy. Hätten die Rogue Legacy und das Prinzip aus diesem Spiel, dass man immer... dass man sich aussuchen kann, wo man starten will und sowas übernommen. Dann wäre das, glaube ich, ein sehr cooles Spiel. Haben beide ihre Vor- und Nachteile. Hä, wir waren doch jetzt aber schon in Level 10. Wo ist denn der Boss? Hallo? War der Boss in Level 15? Habe ich das falsch gesehen gehabt? Oh, da muss ich ja noch mega weit laufen. Okay, komm, wir waschen hier mal ein bisschen durch. Ich will jetzt den Boss sehen. So viel gibt es hier sowieso nichts zu tun, wie gesagt. Das ist ein bisschen schade an Devil's Dungeon. Dass man hier sich immer nur durchkloppen muss und versuchen muss, nicht zu sterben. Obwohl, mehr macht man bei Rogue Legacy ja auch nicht. Weiß ich nicht, Leute. Aber irgendwas fehlt mir hier. Irgendwie so ein größerer Nutzen. Wie zum Beispiel NPCs oder sowas freischalten. Sowas kann man ja wenigstens bei Rogue Legacy machen. Oder zumindest irgendwelche Fähigkeiten, die man dann dauernd einsetzen kann. Das wären doch so Sachen, die würden auf jeden Fall beim Spielen mehr Spaß machen. So wirkt das irgendwie alles mehr wie ein Jump'n'Run. Und ich bin jetzt nicht so der Jump'n'Run-Fan, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen habe ich auch Mario Odyssey immer noch nicht, obwohl das mega cool sein soll, auch von den Bewegungsabläufen und so. Aber keine Ahnung, mit Jump'n'Runs kann ich mich nicht so krass anfreunden. Diese kleinen Gnome hier sind übrigens mega, mega krass. Wenn die mal angreifen, die sind ganz schön fies, muss man einfach so sagen. Und die bewachen ganz schön häufig das letzte Portal, immer so ein einzelner Gnome. Ach ja, und wenn ich mich schon bei Kloxen einmal bedankt habe, hier am Anfang nochmal danke an Kloxen, weil der hat mir geholfen, meinen RAM zu benutzen. Ich habe neuen Arbeitsspeicher mir gekauft. Da war ein Crit, geil! Da nochmal! Und damit diese ganzen Effekte kommen, will ich auf Crit gehen, Leute. Ja, danke Kloxen, dass du mir geholfen hast, meinen RAM zu benutzen, weil ich habe meinen RAM gekauft, den eingebaut, mich da übelst bei verletzt, Leute. Baut niemals RAM ein, wenn ihr einen CPU-Kühler habt, der so richtig groß ist und euch verletzen kann. Das ist nicht cool. Ich weiß nicht, vielleicht war mein Arbeitsspeicher in der Brutungszeit oder sowas. Und hat mich deswegen angegriffen, als ich den alten RAM rausnehmen wollte und den neuen reintun wollte, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er meine Hand voll verletzt, voll verunstaltet. Ja, und das ging erst nicht, weil mein Mainboard das nicht wollte und dann ist der PC nie gestartet und ich war voll am Frustrieren. Aber der Kloxen hat dann ein paar Stunden mit mir Sachen rumprobiert und keine Ahnung. Und jetzt geht's. Und es lag einfach nur daran, dass das BIOS geupdatet werden musste.
Richtig dumm, aber ich habe den ganzen Tag dafür verbraucht und deswegen kam auch an dem einen Tag hier irgendwann mal kein Video. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Und dank dem Kloxen geht das alles wieder und ich musste den Rahmen nicht zurückschicken. Yay! Also ja, danke Kloxen. 10 Punkte nach Kloxistadien. Kloxifendor, Kloxway, Kloxenclaw. Kloxenclaw, das klingt gut. 10 Punkte für Kloxenclaw. Waren das eben noch 5? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt 10 Punkte. Vielleicht 50. Nein, du kriegst 50. Das ist schon krass. Du kriegst 50 Punkte nach Kloxen. Dix. Du, Stärke plus 1, why not? Geschicklichkeit plus 1. Behält man die denn alle oder hat man dann immer nur das letzte? Egal. Geschicklichkeit plus 1, die sind alle so günstig. Ich kaufe die alle. Ich hoffe einfach mal, dass man die Tränke alle behält. Jetzt hätte ich mich eigentlich auch heilen sollen. Ah! Oh, wir haben ja noch 50. Ja, heil mich. Danke. Du bist ein netter Dude. Habt ihr sogar eine Errungenschaft für bekommen? Ja, mega nice. Kann jetzt mal der Boss kommen? Oh Gott. Bist du der Boss? Okay, du wirfst Speere. Machst du... Au, ey, nö, ey, das ist doch uncool. Okay, ah, er mit seinen komischen Speeren. Die Speere mag ich nicht. So, jetzt warten wir, bis er angreift. Oh, au. Ich bin richtig gut im Ausweichen. Okay, anscheinend macht er immer nur die beiden Attacken hier. Also er greift einmal mit dem Schwert an. Da muss man rüberhüpfen. Und bei seiner zweiten Attacke wirft er halt den Speer. Ja, okay, das ist ja easy. So, au. Oh, ich werde immer wieder davon getroffen. Aber die zweite Attacke ist nett. Ich finde auch gut, dass er immer nur abwechselnd seine Attacken macht. Und jetzt kommt er wieder her, schlägt dreimal. Wirft er wieder sein Speer. Jetzt schlägt er wieder dreimal. Aha! Ich habe dein Muster erkannt. Und werde dich vernichten. Au, au, au. Dankeschön. So, wir gehen wieder auf Crit, weil Crit cool ist. Hard no more. Ja, wir haben den ersten Boss besiegt. Hä? Okay, der war ja lame. Ich hab mir mehr darunter vorgestellt. Oh nö, ist das ganze Spiel jetzt so? Dann bin ich mir nicht sicher, ob ich da wirklich noch ein Part zu machen soll. Ach, aber der letzte Part war wirklich zu schnell zu Ende, weil ich halt Essen bekommen habe. Heute besteht die Gefahr nicht, weil meine Eltern schon schlafen. Da kriege ich keinen Burger einfach so, während ich aufnehme. Idiot, was ist das denn für ein Dude? Der hat hier einfach eine Kanone. Was geht denn mit dir ab? Und der schießt vor allem viel zu schnell. 1, 2, 3. Okay, verstanden. Da ist ein Henker. Lol, der macht einfach den Beyblade. Ist ja super, der krasse Typ. Der hat ein Schild. Ich hätte auch gerne ein Schild, aber ich habe kein Schild. Hast du mir ein Schild, bitte mal? Also ich bin ziemlich... Ich glaube, wir werden bald sterben, weil hier jetzt so viele neue Gegner kommen und ich hier erstmal raffen muss. Und immer wenn neue Gegner kommen... Ja, dieser Beyblade-Dude ist viel zu krass. Immer wenn neue Gegner kommen, dann raffe ich erstmal gar nichts und... sterb irgendwann. Relativ schnell meistens. Mal gucken. Aber wir sind ja schon über 10 Minuten, also passt das schon. Da ist eine Falle. Was macht die Falle hier? Yo, jetzt wird hier das Jump'n'Run noch schwerer, oder was? Okay, ein Glück mussten wir hier hoch. Da ist der Schlüssel. Hallo, Schlüssel. Ach ja, ansonsten Forager sind ja jetzt die ganzen Stream-Aufnahmen vorbei. Und ich werde das jetzt in naher Zukunft erstmal wieder aufnehmen, also lokal ohne Stream. Ich werde wahrscheinlich dann Legend of Zelda, Breath of the Wild, wieder streamen. Mal gucken. Statt Forager. Aber in Forager war mir das einfach viel zu viel gegrindet momentan und deswegen habe ich da gerade keine Lust zu, das im Stream zu machen. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist, wenn ich da die ganze Zeit nur von A nach B laufe, um C zu holen und dann aus D und E F zu machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen erstmal lokal, da muss ich dann auch nicht die ganze Zeit labern. Yo, was bist du denn für eine? Das erinnert mich mega an Zelda. Lol, da gab es doch auch solche Leute. Bei Zelda... okay, nee, bei Zelda... Wie hieß das mit dem Wolf? Twilight Princess. Da gab es auch solche Viecher, die auf Schwein ritten. Die waren cool. Sowas erinnert mich dann immer mega an Zelda. Aber mich erinnert sowieso ganz viel an Zelda. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Zelda nicht die ersten waren, die sich das ausgedacht haben. Aber ich assoziiere das halt mit Zelda. Ist halt so, Leute. So, hallo, ich habe einen Schlüssel und würde gerne weitergehen. Ich habe nämlich nicht mehr viele Leben. 20 Leben ist jetzt nicht so krass viel. Boah, der kann sich einfach... Jo, jetzt habe ich nur 10. Der kann sich einfach umdrehen, während er schießt. Genau, das ist ja total unlogisch. Der hat einen komischen Schild, aber macht nichts damit. Sieht doch ein bisschen aus wie so ein Spartaner. Und so langsam könnt ihr wirklich mal, wenn er uns trifft, sind wir... tot.
Könnte ja echt mal ein NPC kommen. Aber irgendwie kommen keine NPCs. Ich bin richtig frustriert darüber. Ich habe den ersten Boss besiegt und es kommt einfach gar nichts. Ich hätte doch richtig gerne mal irgendwie ein paar Fähigkeiten. Leute, wo sind meine Fähigkeiten, hä? Olaf, gib mir meine Fähigkeiten. Komischer König, gib mir meine Fähigkeiten. Das ist doch lame. Ich will Fähigkeiten haben. Was soll man denn dafür kaufen für Fähigkeiten? Hier gibt's halt nichts. Ja, Leute, verstehe ich nicht. Wenn ihr wisst, wie man hier Fähigkeiten bekommt in diesem Spiel. Die Rüstung sieht cool aus. Mit diesen drei Punkten da oben. oh, dann sagt mal Bescheid. Weil so finde ich das komisch, Leute. Ohne Fähigkeiten. Vor allem, wir haben jetzt schon die erste Welt hier besiegt. Aber so richtig überzeugt von dem Boss war ich auch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Naja, ich hoffe, ihr drei Leute, die noch einen Part haben wolltet, seid ihr zufrieden, dass ich noch einen Part gemacht habe. Wir haben auf jeden Fall einen Boss gesehen, ist doch alles schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Parts mehr verpassen wollt, aber nicht von diesem Spiel, dann auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.